20.18, der E-Play Adventskalender ist zurück, denn letztes Jahr hatten wir uns gedacht, okay, wir machen mal keinen und man merkt, wir haben es tatsächlich ein bisschen vernachlässigt, das gebe ich wirklich zu, aber in diesem Jahr ist es wieder soweit. Der E-Play Adventskalender ist für euch wieder da und passend natürlich mit vielen tollen, interessanten Geschenken. Also wir haben was von 2K mit dabei, wir haben was von Astrakon dabei. Wir haben Überraschungspakete mit dabei. Eigentlich habe ich euch schon fast alles gespoilert, was wir haben, denn wir verlosen heute oder in diesem ganzen Dezember coole Preise, die ihr auf jeden Fall jederzeit gewinnen könnt. Und wie das ganz einfach geht, erkläre ich euch jetzt ganz einfach. Ihr könnt jederzeit täglich um 9 Uhr startet bei uns ein Türchen auf unserer Adventskalenderseite advent.eplay-tv.de und da könnt ihr dann tatsächlich unten in die Kommentare einen Kommentar posten, beispielsweise. Das Ganze könnt ihr natürlich auch auf YouTube machen, denn ein YouTube-Video kommt jeden Tag für euch auch noch online. Das heißt, da könnt ihr auch noch einmal einen Gewinnplatz sichern. Passend dazu könnt ihr natürlich auch jederzeit unsere Beiträge teilen, liken, sharen oder auch selber posten auf Twitter, Facebook, Google+, whatever für Social Media Kanäle. Bitte vergesst aber da nicht unseren, wie gesagt, uns zu erwähnen, entweder auf Twitter oder Facebook at eplaytv oder eplaytv, wisst ihr ja. Instagram geht natürlich auch, eplay.tv und dann könnt ihr euch jederzeit immer ein Ticket sichern und dann am Ende des Tages, am Ende des nächsten Tages schließen wir dann die komplette Verlosung und dann könnt ihr mit etwas Glück diesen Preis gewinnen. Natürlich, umso mehr Tickets ihr habt, umso mehr Chancen habt ihr. Oder auch besser gesagt, der Zufall entscheidet. Und deshalb wünsche ich euch viel Spaß bei unserem E-Play Adventskalender in diesem Jahr 20.18. Und wir sehen uns sicherlich die nächsten Tage wieder zu dem E-Play Adventskalender. In diesem Sinne, ciao, tschüss, bis die Tage.